Fange ich jetzt an? Jetzt muss ich hier mich selber irgendwie vorstellen, oder was? Willkommen bei We Are Möwe. Herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, heute bin ich mal an der Reihe. Ihr kennt ja unser Format We Are Mofakult. In diesem Format versuchen wir euch, die Angestellten dieser Firma ein bisschen genauer vorzustellen, ein bisschen näher zu bringen. Und ja, auch wenn es nicht so aussieht, aber auch ich bin hier angestellt. Und deswegen darf ich heute ein bisschen was von mir erzählen. Ja, mein Name ist Marvin Hörner. Ich bin hier bei Mofakult angestellt für den ganzen Social Media Kram, wie ihr vielleicht in den Videos seht. Unter anderem plane ich aber natürlich auch den ganzen Bums und versuche irgendwie das ganze Social Media Team, welches ja doch immer größer wird hier, ein bisschen zu koordinieren und zusammenzubringen. Angefangen hat die ganze Geschichte ein bisschen anders. Also ich habe mich beworben vor knapp 2,5 Jahren. Ich komme ursprünglich aus der Eventbranche, habe da jahrelang auch auf diversen Events gearbeitet. Viel in der Planung, aber auch in der Umsetzung. Das heißt, ich war viel unterwegs auf den Veranstaltungen, was mir natürlich dann nicht ermöglicht hat, privat sehr viel zu machen. Und wie einige vielleicht wissen, habe ich auch mir über die Jahre was aufgebaut. Das heißt dann LB Garage und ist mein eigener Channel, mein eigenes Label und meine eigene Community, um die ich mich natürlich liebend gerne mehr kümmern würde. Und das ist der Grund, warum ich mich damals bei Mofakult beworben habe. Ein junges Unternehmen, coole Dudes. Und die haben eben wen gesucht als Unterstützung für die Lagerleitung, da ich mit Lageristik und Material von links nach rechts eigentlich recht vertraut war durch die Events, die wir da teilweise auch aufgebaut und geplant haben, habe ich mich beworben fürs Lager in der Hoffnung, hier einen Job zu finden, der mir A, Spaß macht, aber B, auch ermöglicht, ein bisschen mehr privat meine eigenen Sachen zu regeln. Habe ein halbes Jahr hier im Lager mitgearbeitet, bis dann mein Chef, der Marc, irgendwann mal aufmerksam wurde darauf, dass ich ja privat recht viel mit Social Media mache und er selbst natürlich auch schon immer sehr dahinter war, den Social Media Kanal oder die Social Media Kanäle von Mofakult besser zu befüttern und bin dann eigentlich nur als beratende Funktion dazugetreten, ein Tag die Woche. Und daraus wurde dann aber nach wenigen Monaten eine Festanstellung nur für Social Media, das heißt raus aus dem Lager und rein ins Social Media Team, um hier ein bisschen frischen Wind reinzubringen und auch mit den Leuten, die motiviert sind, hier ordentlich was umzusetzen. Und ich denke, das hat relativ gut geklappt. Aber ich hatte es erwähnt, ich mache viel noch privat. Ich habe meine eigenen Sachen, die ich eigentlich auch fast täglich zu regeln habe. Und was ich damit meine, das zeigen wir euch am besten vor Ort. Das heißt, wir können mal kurz in meine heiligen vier Wände rüber switchen und dann gebe ich euch da einen Eindruck, was alles so passiert, wenn ich nicht gerade hier mit den Jungs und Mädels vom Medienteam am Videos produzieren bin. Herzlich willkommen in meinen heiligen vier Wänden. Schaut euch noch mal ein bisschen um. Ja, wir befinden uns hier in meiner kleinen, aber feinen Schrauberhöhle. Unter dem Namen LB Garage habe ich hier vor, ich glaube, 2,5 Jahren diese Halle gemietet. Seit knapp 5 Jahren betreibe ich LB Garage. Das ist mein eigener YouTube-Channel, mit dem ich angefangen habe, so meine Leidenschaft für alte Autos, überwiegend alte VWs, wie ihr es vielleicht seht, hier ein bisschen zu verwirklichen. Und ja, das hat eigentlich damit angefangen, dass ich in einer kleinen Blechgarage, die ich mir damals für irgendwie 80 Euro im Monat gemietet habe, meinen ersten Wagen, das war ein alter Käfer, 1981er Baujahr, irgendwie versucht habe, wieder aufzubauen und dann recht schnell gemerkt habe, dass es eigentlich ziemlich geil ist, so ohne wirklich viel Vorwissen, denn wie ihr wisst, ich bin ja nicht der Mega-Profi-Schrauber, aber nur mit der Leidenschaft und dem Willen, das durchzuziehen, irgendwie diesen Wagen individuell zu gestalten, wieder auf die Straße zu holen, das hat mich schon sehr geprägt und daraus ist eigentlich all das hier dann entstanden. Vor 2,5 Jahren wurde es dann diese Scheune, die wir komplett umgebaut haben und vielleicht gehen wir aber mal kurz eine Runde und ich zeige euch ein paar Sachen, die hier so rumstehen. Ja, wir sitzen jetzt hier in meinem aktuellen Projekt. Das ist ein 1965er VW Käfer, habe ich mir vor einigen Wochen erst gekauft. Diesen Traum habe ich mir erfüllt, nachdem mein erster Wagen leider vom Zustand nicht mehr ganz so gut war. Der hat die letzten Jahre ziemlich gelitten. Bei dem hier sieht es ganz anders aus. Wir sind gerade dran, den einmal komplett neu aufzubauen bzw. umzubauen. Aktuell hat er einen neuen Motor drin, ein Luftfahrwerk hat er bekommen, Felgen kommen dieses Wochenende und dann ist der eigentlich schon wieder fast perfekt ready, um auf die Straße zu gehen. Und ja, wie ihr vielleicht merkt, diese alten Käfer, mit denen es angefangen hat, die haben mich halt nie losgelassen und deswegen musste es irgendwann auch mal ein älteres Modell sein. Dieser 65er hier zum Beispiel ist schon so ein kleiner Traum, der jetzt wahr geworden ist.
Das hier ist jetzt ein leicht modifizierter 1500 Kubikmotor. Hat noch von früher aus den 80er, 90er Jahren ein paar Tuning-Teile verbaut. Und ja, bin froh, dass er so gut läuft und hoffe, das macht er auch noch eine Zeit lang. Ja, wer unseren Channel so ein bisschen verfolgt, der weiß, dass wir auf Tieferautos stehen. Das ist immer ein bisschen, ja, es bleibt meistens nicht original. Auch hier haben wir das jetzt gemacht. Luftfahrwerk ist drin und gerade deswegen war es mir zum Beispiel auch bei meinem Custom-Mofa so wichtig, einfach mal was zu bauen, wo ein bisschen anders aussieht, wo ein bisschen was individuell gestaltet wurde. Und zusammen mit Elias haben wir damals komplett den Rahmen umgeschweißt und auch da ganz nach meinem Geschmack den Mofa zusammengeschustert. Das ist es, mein neues Projekt, unser Custom-Umbau. Here we go. Ja, für die Leute, die schon länger hier auf dem Mofa-Channel sind, die wissen vielleicht, dass der Custom-Hubbel nicht das erste Mofa war, welches ich mir zusammen mit den Jungs neu aufgebaut bzw. umgebaut habe. Mein erstes Mofa war tatsächlich eine Puch X30 Turbo. Die habt ihr nämlich auch hier vor einem Jahr oder so schon mal auf dem Channel gesehen. Habe ich damals noch mit dem Luca und mit dem Krigi zusammen umgebaut. Auch da nicht ganz original. Und vor allem ging es mir da auch darum, wirklich ordentlich Leistung rauszuholen. Und ich denke, das haben wir ganz gut geschafft. Der Hubbel sieht genauso schnell aus, wie er dann auch geworden ist. Rezept für Le 30 Turbo. Ist ja X30 Turbo. Eine 64 Kubik-Zylinder. Mustache, Zylinder. Apropos, wie alles angefangen hat. Bevor ich zum Mofa-Kult kam und wir angefangen haben, da Videos zu produzieren, ich diese Halle hier hatte, hatte ich ja von dieser kleinen Blechgarage erzählt, in der ich quasi meine Leidenschaft gefunden habe. Das war dann damals mit diesem Andenken, welches ich hier aufgehoben habe. Das ist der Wagenheber für 19 Euro aus dem Discounter. Den haben wir uns damals gekauft, haben uns in die Blechgarage gestellt. Sämtliches Werkzeug, wo irgendwie bei meinen Kumpels noch daheim rumlag, wo sie nicht gebraucht haben, haben sie mitgebracht, haben alles in einen Karton geworfen und dann dort einfach angefangen, jeden Abend nach der Arbeit, jedes Wochenende, wo andere zum Feiern gegangen sind, waren wir da bis spät in die Nacht in dieser kleinen, nassen, kalten Blechgarage. Haben mit diesem Wagenheber hier unsere ersten Projekte realisiert. Und ja, was soll ich sagen? Jetzt, ihr seht es hier zum Beispiel, der Mercedes hier drüben ist von meinem besten Freund. Wir sind nach wie vor zusammen am Schrauben, nur jetzt halt in ein bisschen andere Umgebung und mit anderen Mitteln. Ich finde es auch mega wichtig, dass man ja nicht vergisst, wie man angefangen hat, denn nur so schätzt man das, was man heute hat. Ja, hier oben steht auch noch ein ganz besonderer Wagen. Das ist ein BMW E36. Man sieht jetzt nicht viel davon, aber ich denke, unsere Kameradudes blenden euch mal kurz ein Bild ein. Der steht hier abgedeckt, denn dieser Wagen gehört eigentlich schon gar nicht mehr mir. Den habe ich an meine Community damals zur Verlosung freigegeben. Der Gewinner wird wahrscheinlich, wenn dieses Video hier online kommt, schon bekannt gegeben sein. Und dann geht der Wagen hier an einen von meiner Community. Ich denke, das ist auch so ein Zeichen gewesen, einfach um zu zeigen, dass man mit einer Community zusammen wachsen kann. Und ich bin auch der Meinung, Marc sollte langsam mal was für die Mofa-Kult-Community springen lassen. Schreibt mir in die Kommentare, ne? Sind wir alle dafür. Ja, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, was ich hier so treibe neben meiner Arbeit bei Mofa-Kult. Hoffe natürlich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vergesst nicht, den Channel zu abonnieren. Dann kriegt ihr auch mit, wenn hier wieder neuer Shit passiert, denn wir haben einiges vor. Und bis dann wünsche ich jetzt erstmal alles Gute. Macht es gut und ciao.